Moin, moin, Nightbot.
So. Der hat gefarmt, schätze ich mal. Typ. Einfach auf keinem Baum stehen. Lol. Alter, was hat der gefarmt? Typ hat ja richtig Bock gehabt.
Farming Boys. Jo, ich bin wieder da. Muss ja auch mal schlafen. Die ganze Nacht geschlafen, die ganze Nacht gezockt, letzte Nacht auch durchgemacht. Diese Nacht auch wieder lange gezockt. Da muss ich auch mal schlafen. Es leckt schon wieder hier. Ui. Standbild des Todes. Ja, man ist halt immer Retalk, so ist bei mir auch immer das Gleiche. Oder halt, wenn du irgendwo hingehst und was besorgst. Aber ja, das habe ich auch schon oft gehabt, dass ich probiere die ganze Nacht durchzusuchten, weil ich, wie heißt's? Weil ich nicht geratet werden will. Und dann kommt die, ja, die kommt dann genau, wenn du pennst. Du aus Versehen einschläfst, genau, dann kommen die. Komisch. Ist immer so. Schon eine Hitze hier, das gibt's gar nicht. Ha, Inside ist Kindergarten. Also wenn man mit eben nicht zocken will oder so, dann sollte man es lassen, aber Inside verstehe ich nicht. Solche Leute. Verstehe ich nicht. Jetzt, wo ich dort eine Red Card holen will, ist dort eine Crate. Schön. Ach, Digga. Dann spielst du mit irgendwelchen Kitties zusammen oder so. Ich hab auch ein Full Metal Kit an, bei uns halt auch keiner rum. Was soll denn das?
Ich tue da mein Zeug, wenn ich das hab, nie liegen lassen. Für was denn? Brauche schon die Zocken. Wurde gerade genommen, die Crate. Ja, mit wem zockst denn du aber wohl zusammen, Alter? Dass du viermal geinsidet wirst, Junge? Immer mit Le neuen Leuten wieder, oder was? Wie wär's mal mit Solo zocken, oder? Dir einen Mate holen und mit dem mal vorher irgendwie chillen und dann, also, den mehr kennenlernen erstmal. Geh doch auf, Mensch. Moin, Sololo, moin. Na, Digga, wenn du jemanden kennst, der geinsidet hat, dann würde ich halt nie mit dem weiterzocken. Also ich hatte auch einen, der das gemacht hat. Also das kann man nie Inside nennen, aber der halt dann die Schnauze voll hatte Ende des Vibes, aber das war halt ein Tag vor Vibe. So, und da hat er halt die Base verschenkt und Codes geändert und so ein Scheiß, aber du, das juckt mich herzlich wenig am letzten Tag. Aber so mit ihm habe ich auch nochmal gezockt, habe ihm vorher gesagt, hier brauchst du nie so sowas bringen und pipapo. Und ja, hat er auch bis heute nie wieder gemacht, aber es ist halt so, bei Leuten, die geinsidet haben, würde ich halt gar nicht erst nochmal zocken wir den. Das würde mich gar nicht reizen. Würde ich mir neue Leute suchen. Ich habe in Rust mehr Leute kennengelernt als irgendwie anders. Also, ja, meistens immer, wo ich gekillt wurde, dann bin ich hingegangen, habe gesagt, hier, wie sieht's aus, Stuffbag. Und so habe ich halt die Leute kennengelernt meistens.
Ja. Aber warum zockst du dann immer wieder mit denen? Also, wieso tust du dann ja einfach andere Leute suchen und mit anderen Leuten zocken? Glaube, in der Gegenseite, das ist, glaube ich, viel chilliger. Ja, dann suchst du dir die falschen Leute aus. Definitiv. Also wenn immer wieder neue Leute das sind, dann suchst du dir die falschen aus. Musst du die vorher irgendwie mal, na, keine Ahnung, Vertrauen aufbauen. Ich weiß, es ist halt schwer, aber ich weiß halt zum Beispiel, wenn ich mit jemandem zocke, weiß ich eigentlich schon fast zu 80%, 90%. Also ich kann halt so in die Leute reingucken, sage ich mal, wenn ich mit denen rede und mit denen irgendwas mache, dann merke ich halt, das könnte oder, ja, nee. Ich merke auch sofort die Charaktereigenschaften von Menschen. Also sobald die mit mir reden oder irgendwas, merke ich direkt den Charakter raus durch das Reden. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, aber. Also, ich habe eigentlich bis jetzt nur Leute kennengelernt, beziehungsweise mit Leuten gezockt, die sowas nie machen. Der eine, ja, gut und schön mit dem Zockscher, aber immer noch. Das war ja bloß, weil der einfach auf Brass war, aber. Wir haben ja drüber geredet, das haben wir ja geklärt alles. Und sonst hatte ich eigentlich sowas noch nie. Immer die richtigen Leute getroffen. Ja, genau, das ist halt das Problem, was ich immer sage. So, was nützt dir im Endeffekt Insiden, weil, naja, das nützt dir im Endeffekt nichts, weil du hast dann halt auch keine Freunde dadurch. Du machst dir halt nur Feinde. Und ich will ja, wenn ich Rust spiele, will ich ja Leute kennenlernen, die eventuell, ja, mit mir zocken, beziehungsweise als. Naja, du weißt, wie ich meine, wenn ich Rust spiele, will ich ja Leute finden, mit denen ich länger zocken kann halt. Und nie bloß ein Vibe und danach wieder nie, weil ich halt die geinsidet habe oder sowas. Da habe ich doch keinen Spaß. Also ich verstehe diese Leute nie. Ach Junge. Lollipio, moin. Naja, ja genau, Rust soll ja Spaß machen. Du willst ja nie irgendwie die ganze Zeit, weiß ich nicht, Leute insiden und dann nächsten Vibe wieder neu alleine spielen und dann wieder Leute insiden und nächsten Vibe wieder alleine. Hä? Also da tue ich doch lieber
so mit den Leuten gut und spiele halt 2-3 Wipes mit denen, 4 Wipes, als naja, die zu Inside und den nächsten Wipe halt wieder Leute weniger zu haben. Das ist doch, ich verstehe es nicht. Das ist eigentlich Brand. Schmutz. Ja, gibt's halt solche Leute, na, was willst du machen? Keine Hobbys oder so anscheinend. Ja, gehen wir erstmal den normalen Scientist wegklatschen. Mal, das wird ein entspannter Loot Drop. Nee, Digga, nee, 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 nee. Join. Nee. Wir haben halt auch keinen Bock, dass hier neben uns jemand farmt oder so, deswegen holen wir ja gerade die ganzen Basen in der Nähe, nehmen wir alle Hops, weil wir da drauf keinen Bock haben, dass ja, die halt farmen und jo. Also kannst gerne joinen, jo, kannst du gerne machen, aber weiß nicht, ob dir das viel bringt. Hast du ja eh keine Blueprints, irgendwas. Wie alt bist du überhaupt? Hey, gibt's schon wieder kein Boot? Was soll denn das? Ja, natürlich. Jo, Smith, grüß dich. Alles klaros. Ich suche schon wieder ein Boot für Oil. Moin Pro Game. Lass mal alle ein schmackhaftes Abo da. Und ein Like. Ich küsse euer Herz. 25 AP. Das sieht nicht gut aus. Muss da noch eins stehen, das gibt's ja gar nicht.
und dann nachher erstmal fix Explo Moon holen und werde ja mal die Bude hinter mir aufmachen. Siebzig Abos, jojo. Fehlen nur noch 30. Und die ersten 100 geknackt. Ey, das leckt auf dem Mode, das gibt's gar nicht. Runtergesprungen, hä? Hä, das backt dort, was backt denn dort? Das ist der Back von dem. Was ist mit dem Back hier los? Millie. Hi. Na du? Was ist denn mit dem Back los? Hä? Was? Der fliegt einfach immer wieder aus der Luft und droppt wieder. Ist ja übelst buggy. Geil. Wurde die alte Base geradet? Ja. Warte, Lass man warte, einfach warte, 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 hinlaufen, warte, wenn warte, es warte, sein warte, will. warte, warte. Ja, jetzt. Ich bin gerade auf Eu. Ich glaube, hier ist einer, aber ich weiß es nicht. Aber hier ist halt auch ein Bag unten, den kann ich nicht looten. Hey, die ganzen Scientists sind down, aber keiner ist gelootet. Und jetzt ist die Tür zugegangen oben. Hat jemand die weggesniped? Der campt bestimmt irgendwo in der Ecke oder in dem Crate Room. Ja man, hier ist halt echt nichts, hier ist nix. Nein, bei Normaläubig, aber hier ist. Scientist-Specs liegen hier, aber keiner gelootet? Hä? Gucken, ob der Green Room gelootet ist. Das habe ich ja noch nie gesehen. Hätte er es auch nie gelootet? Hä? Was ist denn hier passiert? Aber warum snipe ich denn die alle weg, dass ich denn geholt wäre? Ich bin ja aber hier, ist. Es ist bis ganz oben kein Scientist mehr. Und es liegen aber. Ja, ist ja irgendwas passiert, ist ja irgendwas anderes faul, das ist doch irgendwas.
Leck oder irgendwas. Ich habe einfach Free Loot die ganze Zeit, aber ich verstehe das nicht, das kann doch gar nicht sein. Na egal, ich fahre heim, ich habe Loot Drop, hol die Karten und komm wieder. Jetzt kommt er! Ich glaube, der ist verreckt. Finde ich aber auch irgendwie, Digga. Oder nicht? Sind immer noch drei Boote. Da gerade jemand kommt mir, ne, ich check's nicht. Ich check es nicht. Ja, wo bist du jetzt, Millie? Millie? Bei O10. Aber mach noch Lauf von Kläranlage vor und loote die komplette Straße. Die komplette, also du läufst über diesen Berg und lootest komplett alles. In der Zeit mache ich fix die Big Scientists auf Ulrich und dann 15 Minuten müsstest du ja dann eigentlich auch ready sein. Weil ich muss halt. Oh, ist rechts. Guck mal, wo Steinbruch ist an der Bucht und dann dort links daneben ist das, oben auf dem Hügel. Hast du? Oder O11, O10 oder O11 oben auf dem Berg, das siehst du dann schon. Aber geh nicht zu nah, wir haben Turrets, wenn du dann schon eher da sein solltest. Ah, das mit Eug war ja gerade richtig strange, also. Real Talk. Ja, das hab ich ja noch nie erlebt. Aber wir haben ja sehen heute Kerem. Er will mit Handcam uns das zeigen, dass er legit spielt. Er will seinen Bruder fragen, dass er es aufnimmt. Bin ich gespannt auf jeden Fall. Smith bei mir im Chat, der hat gestern Videos reingeschickt und die Waffe von dem macht null, also die zuckt wirklich null. Also der zockt auf PS5 und er hat keinen Recoil. Null. Selbst bei dem ersten Shot nichts. Bei einer Tomini, bei einer MP5 und bei einer AK nie. Gar nichts. Und meinte halt, hat 1000 Stunden und würde alles 100% legit sein. Das Problem ist, ich habe 2500 Stunden in zwei oder drei Monaten. Insgesamt in 2 Monaten, glaube ich. Und wäre ja dann angeblich schlechter als er. Mit AK, obwohl ich fast jeden Tag hier mit AK rumrenne. Also, weißt du, wie ich meine? So, das ist eigentlich übelst unglaubwürdig. Das ist schon wieder komisch. Jojo, wenn du nach Hause kommst, kannst du mal ein Video machen, kannst du aufnehmen und uns dann schicken. Bin ich gespannt, Smith.
Ist einfach wieder vor der Base ein scheiß Bär, Mann. Ja, aber das auf Eubik gerade. Was war das, Alter? Spieltag wirklich noch nicht gehabt. Ich habe ein komplettes Inventar full, aber keine einzige Munition verschwendet. Nichts. Ja, Mann. Cargo Ship oder was meinst du? Cargo, achso. Oha. Wie soll man die Tour rausbringen, die man hier dingsen kann? Herstellen kann. Das wäre wild. Das wäre wild. Aber ich denke, das wird noch dauern. Nee, der nimmt off per Handy, Kerem. Er nimmt off per Handy und dann. Jo. So, ich nehme jetzt lieber mehr Sims mit. Ja, da habe ich ja gesagt, Kerem. Er soll immer schießen mit, also immer schießen einfach eine Handcam machen und halt normal schießen. Und dann halt mit Handcam ganz normal nur R2 drücken, dass er nur schießt. Ohne irgendwie, also dass er sozusagen seinen Controller zeigt und auf R2 drückt. Vorher aber, also der zeigt uns vorher einfach seinen Stray-Patter. Ganz normal, wie er zockt halt. Und danach alles in einem Video, ohne zu cutten, habe ich gesagt. Und dann tut er einfach noch immer durchhalten. Da bin ich auch gespannt, was da rauskommt. Ich weiß nicht, Millie, du müsstest doch sogar, du bist doch auch in der Party. Du müsstest doch die. Du müsstest. Ach so, stimmt. Ja, genau, am Controller kein Kabel, Kerem, ne, angesteckt und hier. Jo. Hab ich auch gestern schon gesagt. Weil sonst bringt's ja nicht, wenn der Controller angesteckt ist, Digga. Hat jetzt eigentlich schon jemand hier. Ne. Und wenn du eine Green Card findest, lauf gleich bei Dings vorbei. Ach man. Lauf gleich bei Satellitenschüssel vorbei und hol eine Blue Card mit. Okay. Willst du nicht Heli taken? Nö. Sobald wir Heli taken oder irgendwie eine Vending Machine aufstellen, sag ich dir so, wie es ist, sind wir nächsten Tag weg. Also wir haben Vending Machines, aber die sind alle aus. E17, C9 war eine neue Base. Die kommt jetzt der Cargo dorthin oder was blinkt dort? Ja, C9, die hatten eine neue Base gebaut, also auf C9 irgendjemand und. Ja, kannst erraten, was passiert ist. Die haben reingeschrieben, E17 next, ist next.
Ja, und ein paar Stunden später war die Base weg. Und dann stand da drin E17 on top. Und C9 failed online, failed offline raid, haben sie reingeschrieben. Also die haben die irgendwie geoffline, C9, die E17er. Und wurden halt gerungst. Muss ich schon lachen eigentlich. Am Ende bin ich jetzt wieder heimgefahren und wieder back und jetzt sitzt er auf Eul. Das wär's jetzt. Bist du im Livestream gerade? Nein, ich noch mal. Achso, sonst hätte ich hier gerade mal den Back gezeigt hier. Kann ich den jetzt looten? Oh ja. Hast du eben gestartet oder? Nee, das läuft schon eine Weile. Jo, ich hab den Loot, aber das ist ja alles noch Crap. Ich bin im Livestream jetzt. Guck dir mal den Back an, der dort gerade war. Ah ja, der springt. Er springt hoch und runter. Ich hab sowas noch nie gesehen. Oh, was? Ich bin halt 100% nass. Ich muss halt erstmal hoch hier irgendwie. Ans Fire. Kann das sein, dass man langsamer läuft, wenn eben kalt ist? Oha. Ich glaube, man läuft langsamer, wenn ihm kalt ist. Ich weiß es nicht. Fühlt sich so an. Hä, die Crate ist ready! Oh nein, die wurde. Ach, ja, die wurde geblockt. Ja, eine M39 Pistol drinne. Ich geh kotzen. Wie dumm ist man denn, Alter? Jo, na, dann mach mal Video und schick mal rüber den Shit. Hey, was mach ich? Ich lauf extra vorher noch los und hol die scheiß Karten, Alter. Ach, scheiße. Crate vom Feinsten geblockt, ey, wirklich. Geh ich fester. Aber es ist klar, dass das einer macht. Ich hab's die letzten 2-3 Male auch gemacht. So. Also Smith immer schießen mit Spray Pattern kontrollieren
und im gleichen Video danach einfach die linke Hand wegnehmen vom Controller und nur mit der rechten Hand durchdrücken. Ja, musst nie unbedingt Party kommen, also du kannst. Musst nie. Mach aus mal Video. Kannst du immer noch Party kommen dann. Und Low Crate brauchen wir mit die. Kein einziges Low Crate fast gefunden. Echt ne? Nein, ich bin die ganze Straße lang gerannt, ich hab keins gefunden. Dann kannst du auf jeden Fall jetzt langsam kommen, ich bin bei der Base wieder. Ich bin auch gleich da. Mach noch die Turrets aus und dann. Z-Schmie. Ja, müsst du mich gleich einen Berg hochgejumpt sehen. Zum Berg hochjumpen sehen. Von Steinbruch gerade hin von der Insel einen Berg hoch. Ich glaube, du bist nicht in meinem Sichtfeld. Von mir ist ein Berg. Na, O13? Ach, da bist du! Ne, ich warte hier, oder beziehungsweise. Ne, ich gehe hoch schon. Leckt wie Sau schon wieder, ey, ich gehe kotzen. Dann noch die scheiß Viecher hier ständig vor der Base. Wirklich. Ich glaube, ich hab dein Boot gefunden. Mein Boot? Ne, ja. Steht auf der anderen Seite. Smith, bist du da? Jo. Na, nur zeig mal Video hier, mach mal. Bin ich gespannt. Also Real Talk, wenn du wirklich kein Kronos hast, also dann Respekt, also Baba El wirklich. Ja, Karim ist auch mit. Ja, wie jetzt, ihr Kronos? Wie? Das will ich jetzt sehen. Geil. Oder ist Karim, ne, Karim streamt immer noch im Urlaub, hä? Oder ist David wiedergekommen? Und ist jetzt hier im Chat. Io. Io. Was geht, Mann? Jo, Mann. Hä, bist du wieder daheim jetzt? Nein, Digga, einfach über PSN. Ach, über PSN, ja. Turret bei mir, bist du das, Millie? Ja. Bin ich bald. Bitte nicht baiten, wenn's geht. Jetzt bin ich gespannt, Digga. Wie macht jetzt? Er das denn? Ich weiß es nicht, Digga. Na, ich hab gesagt, er soll jetzt immer ein Video auf, also ein Video machen. Mit seiner linken Hand schießen, mit seiner linken Hand ja ganz normal schießen, Spraybatter kontrollieren. Und dann sollte er einfach in dem gleichen Zug die linke Hand wegnehmen und nur rechts drücken. Und er müsste das ja, wenn der es auch in Aim, also in Aimer, in einer Tour macht, müsste ja die Waffe dann vom Schießen so ganz normal einfach ins Spraybatter übergehen. Also müsste er dann von alleine verziehen, wenn er L2 loslässt. Also. Weiß bestimmt, wie ich es meine. Junge. Selbst Timo ich brauch Holz. Legit sein kann. Naja, also es könnte legit sein, aber. Ja. Ich weiß es auch nicht, Digga. Ich kann es halt auch nicht sagen, keine Ahnung. Ich hab keine PS5, Digga. Ich kann das halt. Ich weiß es nicht. Ach, Digga, es ist gar kein Unterschied, Junge.
Ja, natürlich ist das Unterschied. Hör mal auf, Alter. Ja, das ist nur ein bisschen mehr FPS, aber das heißt nicht, dass du das Aim hast, Digga. Ne, natürlich! Junge, was willst du machen, wenn du hier mit 30 FPS spielst, anstatt mit 6? Aber das heißt, dass du null Recoil hast. Na nee, aber das ist ja dreimal... Du kannst viel, viel besser aim, Digga. Du hast ja viel, viel ruhiger aim, viel flüssiger geht das alles, Digga. Auf PS4, da aimst du nach rechts und links und da huckelt das dabei. Aber ich kann nur Recoil. Achso, ja, ich mache von außen aus die Dinge. Naja, das geht nur um Recoil. Es gibt aber auch, du kannst den Chronos auch auf Aimbot einstellen. Ja, weiß ich, Digga, weiß ich. Na, also, du, es ist scheißegal. Du kannst halt mit dem Chronos, kannst du rein theoretisch alles machen. Ja, ich weiß. Aber du redest gerade so, als wenn du eine PSP pulst, direkt Recoil auf 0. Nein, doch kein Recoil, Digga. Ich rede aber vom Allgemeinen, Digga. Du kannst auf PS5, kannst du viel, 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 tausendmal besser den Spray Pattern kontrollieren als auf PS4, Digga. Deswegen habe ich dir ja gesagt, ich kann dir das halt nicht sagen, ob das möglich ist, Digga, weil ich keine habe. Das geht aber ehrlich nicht, Digga. Also, das ist null Recoil, ist wirklich null. Naja, deswegen weiß ich es ja auch nicht, Digga. Keine Ahnung. Also, wo ist der denn jetzt, Digga? Er ist in der Party, er geht gerade Testbench-Server. Was macht er? Er geht gerade Testbench und macht jetzt die Videos. Kann ich denn hier nichts tun? Was? Na, mach ruhig alle Waffen, Digga. Du kannst ruhig AK und mach AK und MP5. Wird dir nicht langweilig, René? Mir, warum? Ja, so 24-7 immer selbe Spiel zu spielen. Na, ist das nice? Was will ich mehr? Ich schlaf, er zockt, ich wach auf, er zockt. Ja, aber das ist halt Real Talk so, Digga. Ich hol dich rein, Milli. Ich steh schon da mit Gitarre hier. Ich geh krachen. Also ich sag, ja, Milli! Die Gitarre weg! Ich sag dir, wenn ich zurückkomme, gerade mal die 2K geklappt mit den Stunden. Sag ich. Ja. Milli, komm rein, los. Aber was denn jetzt? Jetzt müsst ihr doch schauen, Digga, hat doch eine PS5. Ja. Er hat 1941. Ich? Hab ich doch gesagt, Digga, das ist der Knapp. Oha, ich dachte, die 2K sind schon geknackt, Digga. Digga, niemals. Ich hab irgendwas gemäht. Warte hier, Milli. Ich komm nirgendwo hin, verdammt los. Ja, jetzt, komm rein. Komm. Und Milli, leg die Gitarre weg. So, erstmal die Gitarre geklaut. Das gibt's nie hier, Milli. Nein! Dampf! Meine! Ja, Milli. So, jetzt TC. Code ist der gleiche wie letzte Base. Ich weiß nicht, ob du da warst, du auch schon mit drin, mit Patrick, oder? Jo, warte. Na klar, ich pack den Code von denen, von unserer Base in die Gruppe. So lost bin ich auch, ne? Ja, wenn die Gruppe warten. Also das war jetzt... komplett komisch, Smith. Du machst mal TC von dir rechts, Milli. Ich hab dir ja den Code nicht. Ich hab den doch geschickt. Wir haben nichts bekommen. Kampf, natürlich.
Über WhatsApp? Ja. Kampf? Kampf? Ey, ich musste mich gestern übelst ablachen. Ja, oh. Der hat den gezogen und liegt daheim, ist knockt. Kam er zurück? Nö. 17. Stock, oh, nee, sieht Snock auf dem Boden. Liegt ja, Patrick auf dem Boden. Wieso höre ich mich doppelt? Bei wem ist denn das? Ja, bei Milli. Jetzt müsstest du es. Liegt an der PS5, die hab ich ja gesagt, liegt an der PS5. Bei mir ist es auch wegen PS5. Keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Du musst dich dein Mikrofonpegel leiser stellen musst du da, und der Typ, der dich doppelt hört, muss dich dann in der Party leiser stellen. Ja, Digga, der hört man ja gar nicht mehr. Doch, das musst du umstellen. Komm mal mit, Milli, warte, hier oben sind Turrets. Ja, wie ist denn noch, eins ist da noch an, wo ist denn das? Ach so, warte. Nein, bleib drinne. Bleib drinne, und wenn ich sage komm, dann komm raus. Ich mach einfach die Klotze rein. Ach, schwierig. Ich brauch noch eine zweite Leiter eigentlich. Aber warte, ich hab eine Idee. Ja, wie ist so Urlaub, Kerem? Geht gut, oder? Ja, schön, so, ne? Schön im Berg, im Dorf. Wow. Kannst kommen, Milli, komm raus. Ich brauch meine Playsee, Digga. Ja, ich glaube ich dir. Hier. Soll ich wieder anmachen? Ja. Gleich wieder alles anmachen, wenn du fertig bist. Warte. Jetzt hier rechts. Komm mal ins Team mit rein hier. Verlass mal. Hast du verlassen? Ja. Ah, da ist Dings Teamleader. Warte, ich mach ein neues Team. Aber das Ding ist, das ist halt schwer. Ich hab nur eine Hand an der Controller wieder. Dann lege ich Candy weg, schließe ich dann, reich die Schütze einfach. Ja, kannst du das Handy daneben stellen einfach, Digga. Hier, Milli, hier. Na, da stellst du es halt zwischen deine Beine oder so, weißt du? Also, man muss nur den Controller sehen. Irgendwo hinstellen, dass du einfach nur den Controller im Blick hast. Und, ach so, du kannst aber die Dings dann gar nicht aufnehmen. Ja, du musst einfach dein Handy so hinstellen, dass, wie heißt's? Komm her, Milli. Du musst dein Handy so hinstellen, dass man deinen Fernseher sieht und, wie heißt's? Smith, hast du die PS5-Kamera? Ja, die Kamera für PS5. 3, 2, 1. Weil sonst hätte ich gesagt, oder auch nicht. Ich gesagt, mach ein Livestream mit Fenster. Mit was? Ja, ich gebe dir den Bauplan hier. Hier kannst du ja nur direkt wieder abreißen von oben. Ach so, hier. Jo, und dann kommst du fix rein und dann erklärst du ja drinnen, wo die ganze Shit liegt. Barbecue, wieso bist du raus?
Was ist denn jetzt los, Patrick? Wer ist wo raus? Patrick schreibt, bin raus. Ist denn jetzt los, Patrick? Weil hier sind noch auf Drogen, Digga, wer weiß. Was für Drogen? Ich komm da gerade nicht klar. Was? Warum bist du raus, Digga? Ist denn jetzt los, Keule? Ganz ruhig. Ja, wieso denn, Patrick? Was ist denn jetzt los auf einmal? Du hast die ganzen Blueprints, alles, Digga. Da brauchst du auch nicht weiter zocken. Wieso hast denn du jetzt keinen Bock mehr auf einmal, Digga? Weil ich dir die Karten ins Inventar gelegt habe, oder was ist jetzt? Mach aber wieder alles kaputt, Billy, bitte, alle Holz. Digga, ich bin immer wieder im Chat, Digga, ne? Ich schau mir da immer gleich, komm mal gleich vielleicht nochmal rein, wenn der die Videos reingemacht hat. Mal die Reaction abgeben. Okay, dann bis gleich. Was ist denn jetzt mit Patrick los? Komm, Party kurz. Und Kerem, lass das mal sein mit dem, ja, mit dem Mist immer wegen Patrick. Kommst du rein, Milly? Da zeig ich dir mal den ganzen Shit hier. Ja, weißt du, da habe ich gerade auch gesagt, das ist nur Spaß, dass du das schon immer gemacht hast, aber alles gut. Wir haben ja auch am Anfang alle drüber gelacht, so, da muss man halt dann sagen, dass es Spaß ist und dann halt auch, keine Ahnung, muss einfach aufhören, Digga. Also hier unten, Milly, hier rechts, hier, das sind meistens die Kisten für, also hier Holz. Hier ist, die ganzen Dinger drinne. Ich stürze nochmal noch hier meinen Rest wieder rein.
So, dann hast du hier drinnen in der Vending Machine ist Stoff und Leder. Die nächste Vending Machine, da habe ich jetzt erstmal nur meinen Schotter reingehauen. Hier die Vending Machine sind Pickaxes und Pipapo. In der Vending Machine sind Klamotten drinne für schnell Equipment. Hier ist Metall drinne, das ist Raid Defense Klamotten in dem Ding. Hier hinten rechts sind Components wie was zum Recyceln rechts unten. Das Zeug für Klamotten und so ein Scheiß zum Herstellen. Dann hast du in der Vending Machine hier hinten sind Waffen drin. Die guten. Warte hier, geh hinter. Ja, was los? Nachts mit der Tommy. Achso. Also hier, wie gesagt, Milli, hast du Waffen drinne. Unten rechts in der Wundenbox ist Pump-Munition mit ein paar Pumps drinne. Vor mir hier auf der kleinen Kiste, das sind noch ein paar Waffen drin, die nicht mehr in der Vending Machine reinpassen. Hier bei mir, das kommen eigentlich Rocket Launcher noch rein in die Karte. Dann rechts daneben Attachments. Rechts daneben auch nochmal Attachments eigentlich. Im TC Room hast du oben Components. Hinten ist Schwefel und Dings. Gunpowder, unten ist Explosive Kiste. Bist du da, Patrick? Oh, jetzt quatsch mal, was ist denn los? Was? Der Smith ist von YouTube, der hat gestern Videos reingeschickt von seinem Spray-Patter und das wollen wir jetzt sehen, dass das real ist, weil die Waffe kein einziges Mal verzieht von ihm. So, hier oben, Millie. Ja, ist ein bisschen Schotter hier hinten rechts drinne. In der untersten rechten Kiste sind Stims. In der obersten rechten Kiste ist Charcoal, in der linken ist auch Charcoal eigentlich. Da habe ich jetzt Dings mit reingelegt, weil es halt kein Platz mehr ist. So, hier oben ist jetzt erstmal Schrott drinne. Also hier hinten in der kleinen Kiste ist erstmal noch Müll zum Einsortieren noch. Hier hinten hast du dann auch noch Kisten. Wir sind halt alle gelockt, also wir haben alles gelockt. Ja, wie jetzt, Patrick, du bist raus, zockst jetzt nicht mehr mit oder was? Also bist du online gekommen? Welchen Game? Ach so. Komm mal her zu mir. Ja, wo bist du? Na, was war denn jetzt der Punkt, Patrick, dass du gesagt hast, du wolltest nicht mehr mitzocken? Muss doch irgendwas gegeben haben, einen triftigen Grund. Was denn da? Was denn da? Geh mal aus Team. Ja, warum darf jemand nicht mehr mitzocken willst, Digga? Das ist was mit mir zu tun, oder was? Und geh mal aus Team, Digga. Ja, dann lass doch das mal kurz klären, Digga. Na, weil ich ein neues gemacht habe, weil du Teamleader warst und ich Millie nie einladen konnte. Kannst du gerne Teamleader sein, wenn du das willst.
was hat jemand gerade geworfen? Ich habe was geworfen. Bist du schon oben im Lootraum? Ja, ich klicke gerade alle Lootloads ein. So, tue schon Karten rein, am besten hier rechts, oder? Da sind schon Hessis drin. Ah, schüch. Ah, hier unten ist noch frei. Ah, hier unten tue ich jetzt Karten rein. Und Dings. Hab ich irgendwas verkackt an der Base oder was, Patrick, was dir nie gefällt oder wie? Gandalf, sag Gandalf oder René. Nee, nee. Nee. Ja, schick per S-Gruppe, jo. Ach so, dann schick per Insta oder so. Wieso? Ja, dann gebe ich halt einfach kurz meine. Ja, das ist eigentlich schon dumm, aber. Ich hab doch TikTok. Na, dann mach auf TikTok, Digga. Hey, ich hab TikTok schon runtergeladen. Ich habe schon ein paar Videos von Bradley und so hochgeladen. Weil wir schon auf einem Video 239 Aufrufe, heute vor uns vor 10 Minuten oder so, vor 20 Minuten gepostet. Was? Achso. Muss mal gucken, Billy, hier, die Videos. My Team 10 Guys VS Clown Base with Kronos Zen. Raid mit 10 Mates. Und genauso wie ein Dings. Kerem genauso wie auf PS4. Soll ich den auch taggen? Was? Kerem, ja, kannst du machen. Ja, ich sofort löschen. Einer von mir soll es sofort angucken. Ja, ich guck's gleich an, alles gut. Ja, irgendwie hab ich nichts. Ach, jetzt hier, ja. Achso, Kerem. Wer ist denn Helmut und Point, Alter? Ich hab jetzt nur dich gezeigt. Hab noch nichts bis jetzt. Ja, Patrick, sonst schreib mir das da einfach kurz oder so, oder ruf ich nochmal an. Ich seh's nicht, ich hab's immer noch nie. Und bis jetzt hab ich noch nix.
Er guckt jetzt die Videos an. Milli. Achso. Guck mal grad. Eigentlich geil gemacht, ohne Witz. Oder? Ja, nicht klar. Ja, das kommt noch, Digga. Na, das war der Clan, der mit Kronos. Und dann hast du noch ein Video, wo... Was? Wie heißt denn du? Ach, Smith, ja, ich seh's. Ja, Digga, guck mal, was du dort für Verzug hast. Ja, aber du hast doch auch Thompson Clips geschickt, oder nie? Nee, hab ich doch gar nicht. Ja, aber du kannst doch nie erzählen, dass du... Aber du kannst dann ja erzählen, dass du mit AK und den Gun, sonst mit den Restwaffen null Recall hast und mit Tommy Recall auf Emma. Ich weiß nicht, Digga. Wenn, dann musst du es mal mit einer MP5 oder sowas machen. Oh, ich hab ja keine. Er ist doch schon weg. Kannst du... Digga, niemals! Guck mal, du stehst unten von Dom. Na, ja, aber wie? Digga, du stehst unten von Dome und schießt hoch und hast null Recall. Na, ich zock da auch viel, Digga. Ich zock da auch viel. Naja, aber das, Digga, das ist ja wirklich null. Hallo, bei meinem letzten Clip, da sieht man noch, dass meine Waffe links, rechts geht. Wo? Ja, guck doch mal. Der Clip T, meine Waffe geht links, rechts, links, rechts. Ja, bei deinem ganz oben bei dem Clip, aber jetzt guck mal diesen Clip an, wo du auf Dom bist. Ja, bei Dom, also ich will dir nichts unterstellen, aber wo du bei Dom bist zum Beispiel, auch sieht das voll Last nach Kronos aus, ohne Witz, Digga. Ich hab ja schon. Ja, bei dem letzten sieht man das, bei dem allerletzten Video, was du oben hast, also bei dem vorletzten, ohne das jetzt mit dem anderen, da sieht man das. Und hier bei diesem Clip bei Large, da sieht man doch auch, dass er in was für links rechts geht. Bei welchem Clip bei Large, warte? Ja, mit dem vielen Large, du gehst dann nach rechts zu links. Von viel außen, dann geht's ein bisschen nach rechts. Und dann wieder nach links und dann auch hinten. Du meinst, wo du auf dem Kram bist? Ja, aber da tust du dich doch nach rechts bewegen, nur, Digga. Nein, das ist die Waffe. Ich bewege da gar nicht die Waffe, weil ich die Laufwelt bin. Wenn mir nicht läuft, ich auf meinen Rücken weiter. Was? Warum soll ich denn über Kronos fliegen?
Nee, Digga, ich habe ja nie gesagt, dass ich will dir doch nichts unterstellen, aber es sieht halt voll lass damit aus, Digga. Also, wie gesagt, ich zock halt auch schon, ich habe 2000 Stunden, Digga, und habe gefühlt jedes Mal eine AK in der Hand und kann das Spraypad aber trotzdem noch nicht kontrollieren zu 100%, Digga. Manchmal ja, aber nie immer. Also bei dir, bei den Videos ist das, ich weiß ja nie, was du für Clips reinschickst, ob das deine besten Clips sind. Oder ob du, die Tools, die sind alle hier. Hier und im Schlafraum. Wo bist du? Ja, musst du wissen, Digga. Was für eine mitmachen, weil ich schon nicht diesen Vibe, Digga. Ich denke, das ist eher mau. Was? Achso. Hier hinten, Digga, hier. Hast du ein paar drinne und unten in der Vending Machine hier unten, komm mit. Hier. Hier und der hier. Also wie gesagt, ich will dir ja nichts unterstellen, Digga, aber es sieht halt echt strange aus. Also wenn man so nebenstehender ist, könnte man das schon echt denken. Ja, das kann man halt nicht glauben, keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben halt einen im Team, der, oder was ist im Team? Also Kerem hat einen Mate, der ist, der zockt auch und der holt dir mit DB, holt er dir, wie heißt? Mit DB holt er dir Vollkits mit Ecke und sowas weg. Und bei dem verzieht die Waffen auch. Der hat nie irgendwie so, dass er sagt, das ist alles komplett kerzengerade so. Und der ist halt auch übelst krank. Also der PvP halt auch. Der geht raus 10 Minuten und bringt eine Kiste voller Waffen und so einen Scheiß wieder. Digga, das hat nichts mit Vergleichen zu tun. Wenn ich aber einen Mate habe, der genauso Profi ist, der schon mehr Rush-Stunden hat als du, Digga, und auch nur auf PvP geht und bei dem aber die Waffe verzieht und bei dir halt nicht, ist das schon strange, ist das schon sehr strange, Digga. Also wir wollen dir wie gesagt nichts unterstellen, aber. Was? Was ist? Hast denn du jetzt geflüstert, Milli? Wo? Ja, hab ich ganz vergessen. Ja. Ja. Das ist halt, sieht schon strange aus. Was? Ja. Na klar, kannst du wegen Kronos gebannt werden, Digga. Wieso haben wir den letzten Vibe einen gebannt gekriegt mit 26 Mann, den wir gemeldet haben und der gebannt wurde? Klar, Digga, wir haben den letzten Vibe erst einen gemeldet, der gebannt wurde. Den Milli sogar geinsidet hat danach. Das hat ja nichts mit Nikloben zu tun. Das hat eher was mit Angucken zu tun, Digga. Das halt einfach komisch aussieht. Das hat ja nichts damit zu tun, dass wir dir unterstellen, dass du lügst oder irgendwas, Digga. Das Ding. Macht es doch gerade.
Wir haben da nie gesagt, dass du lügst, Digga. Wir sagen einfach nur, dass es halt komisch aussieht. Das sagt keiner, dass du irgendwie gelogen hast oder sonst irgendwas. Wir können das halt einfach nicht glauben, Digga. Das ist halt, wir sagen nie, dass du lügst oder sowas, aber wir können das halt einfach nicht glauben, weil es halt von uns die Profis auch selber nicht hinkriegen, Digga. Aber wenn du permanent nur so spielst, dann verstehe ich nicht, warum du auf YouTube oder so noch keine 3000 Abonnenten hast oder mehr. Ja, aber warum streamst du dann nicht, Digga, wenn du so krass bist? Das ist doch scheißegal, Digga. Was? Millie Eurig machen? Ich bin bereit. Kannst du auch machen, ja. Aber das ist lustiger. Also ja, natürlich ist man mit Dings ein bisschen besser, aber wenn du so krasses Aim hast, müsstest du eigentlich auch mit Dings so gut sein. Rot sein. Wir haben oben drei Boxen mit 10 oder 15 Stück von jeden Hüfte, dies, das. Rufst du mich ja dann mal an, Patrick, oder was? Jetzt gleich oder nach Eul? Zockst hier weiter mit, Patrick. Du bist nie raus. Kommst du oder was ist? Ja, weil wir halt keinen Bock auf Fremde haben sozusagen. Also ich kenne dich ja nur durch den Stream, Digga. Und wir haben halt jetzt schon eine Woche geschwitzt ungefähr, um, na gut, eine halbe Woche, um das aufzubauen. Wir haben keinen Bock, dass das irgendwie kaputt gemacht wird oder irgendwelche Leute dann halt, weil sie aggro sind oder so, halt dieses Main. Digga, es gibt immer Leute, die wegen irgendwas angepisst sind und dann Scheiße machen, Digga. Warte mal, jetzt muss ich was erzählen. Es sind zwei Leute, die Öl machen.
Nein, Digga, es geht einfach nur darum, dass wenn man sich mal streitet oder so und einer halt einfach nur dann angepisst ist oder sowas und denkt, der muss jetzt insiden oder muss jetzt die Codes ändern und weißt du? Ich will das nicht unterstellen, wie gesagt, Digga, aber wir haben halt genug schon durch, Digga. Wenn dann vielleicht mal auf einem neuen Server dann ja, aber. Na, hab ich auch schon die ganze Zeit, ja, ich weiß. Ich bin sogar vorbeigelaufen, oder? Ne. Hey, wo ist das? Ach, dort. Reicht. Komm. Sieht denn das auf Eul aus, ist noch. Nee. Warte. Oh, ich kann wieder nicht stehen. Warte. Wieso kann ich denn auf den Boden nicht stehen, Mann? Ja, nee, ich kann ja wieder nicht stehen. Leckt wieder wie Sau. Es geht einfach nicht. Jetzt, ne, immer noch. Ach, Digga! Das dreckige Boot! Ja, ich kann nicht schießen. Es geht einfach nicht. Jetzt. Kann er da durchhitten? Wo ist denn der Hund? Ja, da ist hin. Ach man, dieses scheiß Boot! Komm, fahr. Ich hab keinen Bock drauf, wirklich nicht. Ja, ich bin gleich dead. Ach, Milli. Hast du einen? Zwei, ja. Na, was? Du musst den unteren killen. Ach, Milli. Ach, Mann. War denn das für ein Fail, Alter? Die extra vertraut. Ich hab gesagt, na gut, wenn er tot ist, fahr. Hey.
Kommt der nächste? Block mich doch nicht, Mensch. Milli. Hast du gelootet? Ja, hier ist noch, von 5 Werkzeug. Nimm. Erstmal. Ja, bist du weiter oben oder wo? Ich bin erstmal rumgelaufen. Zweite Tasche ist clear, glaube ich. Ja. Bist du schon oben? Nee, noch nicht. Lauf jetzt hoch. Beziehungsweise, warte mal, ich könnte doch den einen nachher, glaube ich, wegholen, warte. Naja, das nicht hier. Scheiße, ich bin eingesperrt. Hast du ihn? Ja. Helipad safe, ja. Ach, Digga, das. Nee, wirklich, du kannst mit der scheiß AK nicht durchhalten, das geht einfach nicht. Geh. Hau ab. Der kommt. Ach, Digga, diese AK, Mann. Junge. Ich habe auch noch welche. Wenn du brauchst. Warte. Komm her. Ich glaube, das war's. Hast du noch Stims? Ich hab 2 Stims. Okay. Ein. Das ist schwer. Ja. Wieder von unten.
für zwei, das ist gut. Nur zwei Stims und ein Medikit, ein Stim nehme ich jetzt, eine Stim. Du Kunde. Ja, das ist der, der buggt. Der hat eine M2 in der Hand, aber kommt immer ohne Waffe runtergerannt. Stehst richtig ungünstig, die treffen dich schon komplett. Down. Der kommt. 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 Jo. Muss jetzt Patrick wieder raus? Boah, hier, hier, hier. Also Pistol hab ich glaube ich nie, aber hier. Zieh an. Ja, jetzt kommt der ohne Waffe, jetzt kommt der ohne Waffe, pass auf. Der sprayt komplett, der buggt, pass auf, pass auf. Ohne Witz. Der hat mich schon mehrmals weggeholt, der Typ. Ich stehe rechts neben dir. Na komm. Kommt wieder jetzt genau safe, wenn ich hochgehe. Wo ist denn der hin? Ja, der von Helipad kommt, glaube ich. Bolty. Full Life sogar. Ich geh kotzen, wirklich. Die sind ganz komisch. Ja, deswegen. Und dann gehst du immer hoch und dann stehen die auf einmal neben dir. Ja.
Wo ist das? Gibt's direkt Feuerpfeile. Wieso kann ich in meiner Ecke nicht mehr auswählen jetzt? Philipp hat es glaube ich noch einer. Oh, das sind zwei, pass auf, pass auf. Die kommen. Warte, ich bleib hier stehen. Drei noch. Jetzt kommen sie. Ja. Komm. Weg hier. Ich hab den doch steppen hören, ich bin echt. Ach. Ich wollte extra nach oben, dass der an mir vorbei. Ach, steckt dieses Game nicht wirklich. Hast du noch Pistole? Nee. Oder? Nee, ich glaube nicht. Geht gerade dort hinter der Typ. Ja, ich bin dead. Das ist der buggt. Oder? Läuft der mir hinterher? Weiß nicht bei mir. Hast du nicht den Abgang runter zugeguckt? Warte, ich geh hoch. Oder geh du? Wir sind safe auf Helipad wieder. Ich habe halt noch nichts mehr zum Healen, also. Kommt. Einer ist noch Helipad, oder? Ja, na klar. Dead. Ja, das war's. Geh fix in den Room rein, dass der nicht zugeht. Habe den Pistolmon gefunden. Geh rein, hier.
Nicht, dass der Raum zugeht. Aber mir hat es einfach gerade übelst angefangen zu pissen hier, wie Sau. Gegen Pistolmuni oder was? Ja. Oh je, nice. Gegen Pumpmuni, meine ich. Yeah, gönn dir. Hey, jo. Was? Nächste. Lass mal klein mit Patrick reden, was mit ihm los ist. Das heißt, es hat auch keiner gesagt, dass wir, also ja, wir glauben den hier, also, es, was heißt, wir glauben den hier, wir finden es halt ein bisschen strange einfach nur, aber, das hat ja nichts damit zu tun, dass wir dich jetzt nie mitspielen lassen oder so, also, null. Geht uns, was? Na, wie gesagt, Digga, weil wir einfach, wir haben halt keine Lust irgendwie aus irgendwelchen Gründen halt irgendwas geinsidet zu werden oder so. Ja, Digga, das haben wir... Auf einem Low-Pop-Server. Naja. Ich halt lieber auf dem iPop-Server. Wenn da so ein Kronenfeld ist, dann hab ich da, ja komm. Ich frag mal nach. Wenn du ins Top nimmst. Wenn du dich in den Stand spielst, dann zahlst du dir den Spiel zum Spielen. Solo, auf einem Low-Pop-Server. Ja, was will ich denn mit Waffen, Digga? Das ist eine Base, die hat China Wall und Comfort Walls und Pipapo. Was will ich denn da mit einer AK da, Digga? Was wollen wir mit der Hops nehmen? Die Kunden alleine nur ficken, habe ich Gamer gespielt, die ganze Base wegnehmen, Digga. Muss ja erstmal mit Patty reden, wenn wir wieder zurück sind und dann. Fred, moin. Was ist mit Base? Meinst du, bist du in der Base? Ne, ne, das ist ja keine Base, das ist doch Eurig, Digga.
Oh ja, AK Buddy. Nice, nimm. Oh, komm. Jetzt hab ich was getroppt, nimm mit. Du bist auch voll. Jetzt, ja. Hä, Alter? Jetzt. Hä? Warte, warte, warte. Jetzt. Komm, komm, komm. Hä, hey, standen hier auch schon drei Boote vor uns unten? Ja. Okay. Fred, was meinst du? Ob ich in der Base bin oder was? Oder? Ich muss halt mal wissen, was mit Patrick hier los ist, weil Lena habe ich hier ganz Lena hier mit dir zusammen nur solo, also du habe ich eigentlich gar keinen Bock, weil bin ich nachts immer alleine. Ja. Wenn Patrick keinen Bock mehr hat, dann nehme ich 100%ig mit rein, weil dann ich sag ja nie alleine. Keinen Bock drauf. Ne, ich brauch Leute, die nachts zocken. Also in die Nacht oder nachts. Am Tag ist Millie auch da, aber in der Nacht ist sie auch nicht da. Okay, klar, erstmal mit Partyfix. Gibt's gar kein Essen bei dir heute, Milli? Doch, gleich. Naja, ich wollte schon sagen. Ach so, du bist der Beste. Ich hab Base gelesen. Ich küsse auch dein Herz, Michael. Wieso bin ich der Beste? Ja, sorry, ich hab mich verlesen, Digi. Was hab ich denn gemacht, dass ich der Beste bin? So, warte mal, ich nehme gleich mal hier den Rest noch mit, was ich stacken kann. So. Klar spiele ich andere Spiele, ich habe über 100 Spiele, 111 Spiele oder so, glaube ich, gekauft. Du willst wohl anderen Content sehen oder was? Maxi auf PS4. Geht denn jetzt hier in dem Chat ab? Jetzt installiert habe ich zum Beispiel noch Call of Duty Black Ops Cold War.
Warte, ich kann ja mal fix durchkicken. Ark habe ich noch, Fortnite ab und zu, GTA 5, Forest, God of War ab und zu mal, Cold War, Vigor, Astroneer, Wreckfest. Ja, habe schon gut ein paar Spiele installiert. Trailmakers auch manchmal. Far Cry 5. Ja, ja, Fortnite spiele ich auch ab und zu. Ja, was wollen wir jetzt machen hier, Belly? Ach nee, du musst jetzt erstmal essen, oder? Wieso gibt's denn eigentlich immer so spät essen? Ah, die habe ich vor den Dings getroppt, unten vor die Components-Kiste. Oh nee, my guitar, oh nee. Ich habe nur eine Large Furnace, aber ich weiß nicht, wo ich hinstellen soll. Ich glaube, draußen ist alles voll. Hä? Echt? Ja. Hast du gerade Oil gefunden? Ja. Als ob mir jetzt zwei Large Furnisse von Oil gerade gekickt haben. Oh, Standbild gerade des Todes gehabt. Ich glaube, hier passen halt keine mehr hin. Hier ist alles full. Stehen schon so viele Öfen. Ne, ich glaube, das passt nicht mehr hier hin. So, ja, aber dann müsste man halt so eklig langlaufen die ganze Zeit. Du hast mir auf TikTok geschrieben. Warst du da? Dein Profil mit Milli? Nichts. Sag Milli hallo. Hallo Milli. Achso, Jentri, Nee, wir suchen keine neuen mehr, Digi. Ja klar, Fred, ich kann noch mal vor dir zocken. Kein Stress. Milli. Jetzt gleich? Na, ja, ich weiß halt nicht wegen der Base, also ich hab halt gar keinen Bock, die Base alleine zu lassen. Wer ist da? Ja, ich sollte nach vorne oder so. Entweder zocken jetzt gleich, was weiß ich, mal 3-4 Runden vor die. Und gehen dann wieder Russ oder. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich auch, ne? Machen wir da jetzt? Was machen wir da jetzt, Milli? Was? Ja, okay, dann muss ich auf dem Stream hören. Rust weiterzocken? Oder. Kann man hier, müssen wir darüber so eine Umfrage machen können, oder? Ich glaube, das geht. Was? Ich glaube, das geht irgendwie. Aber wie?
Das sind ja eh nicht viel drin. Wir sollen mal reinschreiben. Ja, Mann. Entweder jetzt vier Runden 40 und dann wieder Rust oder komplett Rust durchweg. Eins für 40 und zwei für Rust komplett. Eins. Yentry, wir suchen keine neuen Mates, Digi. Ja, wow, das hat jetzt einer in Chat eine 1 reingeknallt, also das. Ja, komm, mach die Höhle dicht hier, wir machen mal für den Michael mal hier. Ein paar Runden, 40. Ja, aber wie, Kerem? Warte mal, ich lese mal im Internet. Erstellen, Beitrag erstellen aus, im Feld oben gib eine Nachricht. Hä? Warte mal. Wieso und ob das auf Handy überhaupt möglich ist? Irgendwo muss ein Feld sein, Option hinzufügen, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ist egal. Na los, lass fix vor dir rüber gehen. Wieso und ob da